together. Okay, you got me. I was running away from those robots. I was so scared. Hey! What's that? The cause of all my troubles. I picked it up and those stupid robots came after me. So that's it. Those things must be after this storm. I guess that settles it. The key to solving this mystery is Meteotech. You two! I heard them too. Let's circle on ahead of them and gather information. Just wait, Sonic the Hedgehog! You won't be calling yourself the world's fastest for long! Ja, und damit entbrennt wieder eine alte Rivalität und damit willkommen zurück zu Let's Play Sonic Riders Zero Gravity hier bei CrushFotific89. Weiter geht's mit der Babylon Story. Tja, Chat hat jetzt eine weitere kosmische Lade verloren. Und jetzt geht es weiter mit Snowy Kingdom. Ja, jetzt machen wir mal weiter mit Wave. Snowy Kingdom ist natürlich, wie schon gesagt, die Babylon-Version von Plant Kingdom. Mein Gott, das mit den Start komme ich aktuell nicht mehr so wirklich hin. Na gut, hier kann ich wieder Energie gewinnen. So, und hier hoch da, komm. Ja. Passt perfekt. Genau darauf habe ich es angelegt. Wo die jetzt wohl herkommen? Kann ich jetzt aber auch nicht sagen. Wow, hier ist es auf die Schneebälle aufpassen. Habe ich es gleich, so, jetzt. Ach, da war doch eine Stelle da. Habe ich mir noch richtig daran erinnern können. Aber jetzt sollte ich mir auch die Stellen aufsuchen, die für den Fly-Typen geeignet sind. Wenn man mehr Ringe hat als, wenn man also schon Ringe hat für irgendein Upgrade, kann man natürlich auch gleich das zweite Upgrade nutzen. Man muss also nicht der Reihe nach alle Upgrades, man braucht also nicht bloß alle Upgrades der Reihe nach aufwerten. Man kann natürlich auch dazwischen zum Beispiel hier dazwischen noch wartet mal. Ich muss mich da manchmal ein bisschen zu sehr konzentrieren. Man kann natürlich dazwischen auch das zweite Upgrade oder gleich das letzte, das teuerste Upgrade das teuerste Upgrade freischalten. Oh, Vorsicht vor den Schneebällen. Die können einen schaden. So, und jetzt hier. Abkürzung FTW. Aber in der letzten Runde sollte ich vielleicht die Power des Fly-Typen nutzen. So. Das letzte Upgrade. Kann natürlich also auch gleich das teuerste Upgrade nehmen, sobald man aber auch die nötige Ringanzahl besitzt. Also mindestens 70 Ringe. So. Das ist halt, dass ich ein paar Plätze dazu gewinne. Der Boost müsste mir jetzt hoffentlich geholfen haben. Aber die anderen beiden Roboter, die sind schon weit vorne. Das gefällt mir natürlich gar nicht. So. Diesmal versuche ich da hier den Fly-Typen zu erreichen. So. Und das ging natürlich gewaltig in die Hose. Fuck it. Ah, toll. Jetzt bin ich auch noch verkehrt rum. Verdammte Scheiße. Nochmal neu. Das schaffe ich nicht mehr. Das war schon die letzte Runde. Ich hab's ja gesagt, die Babylon-Strecken sind um einiges schwieriger. Boah, diesmal war es perfekt. Diesmal hatte ich das perfekte Timing. Konnte ich wenigstens den verpeilten Start vom ersten Versuch wieder gut machen. So. Rapsa. Natürlich habe ich auch vergessen zu erwähnen, dass, wenn man auch wieder hier nach oben ziehen möchte, dass man den Analogstick nach unten drückt dafür. Also auch wieder wie beim Flugzeug. Wie beim Steuerknüppel eines Flugzeuges. Nur um das jetzt als Vergleich zu bringen. Also als
Ja. Ja, einfach als Vergleich. Nur so als Vergleich wollte ich sagen. Aber das kennen wir ja schon vom ersten Teil. Ich sollte vielleicht aufhören, euch jetzt ständig die Steuerung zu erklären. Sondern mich lieber jetzt mal auf das Rennen konzentrieren und aufs Kommentieren. Juhu! Nice! Ah, diese Stellen lebe ich einfach. Heiß. So, jetzt versuchen wir es aber mal mit dem Flytypen richtig zu machen. Weil das ist ja auch nicht so schwer. Upsa! Ist ja echt nicht, so schwierig. Ich habe mich halt nur wieder blöd angestellt. Aber ihr wisst es ja, aus welchem Grund. Wow, habe ich verpasst, verdammt. Na, was soll's. Ist egal, dann nehme ich halt wieder den Weg. Jeder Weg zählt einfach. Also man muss einfach die Route nehmen, die für einen am besten vorkommt. Vor allem, wenn man das hier beherrscht, dann hat man ohnehin keine Probleme hier. Juhu! Oh yes, baby. Da merkt man schon, da kann man schon einen richtigen Vorsprung schaffen. So, hier. Hier wollte ich eigentlich lang. So. Passt, perfekt. Juhu! So wollte ich das doch haben. Juhu, yeah. So macht das doch wieder Spaß. Hoppala. Oh, das ging schief. Aber hier ist noch eine Fly-Typ-Stelle. Konnte ich das auch wenigstens noch gut machen. Und dann mir einen leichten Vorsprung aufbauen. So. Wir haben es ja auch gleich. Ich glaube, das war jetzt eh schon die letzte Runde. Dann hätten wir es eh schon geschafft. Aber mich wundert es trotzdem. Mit Sonic, in der Hero Story, da bestreiten wir einen botanischen Garten und hier landen wir plötzlich in einer Winterlandschaft. Ich weiß, natürlich ist die ganze Location hier in einem einzigen riesigen Gewächs oder ein riesigen Gewächshaus. Da kann es natürlich auch sein, dass da die Wetterverhältnisse immer anders sind. Kann ich auch nicht sagen. Wie das jetzt hier genau abläuft. Aber eins weiß ich auf jeden Fall. Wir machen jetzt gleich mit der Story weiter. We're here to settle the score from last time. Anytime, Babylon Rogue. Cut it out, Storm. All right, Girly. Hand over the Ark of the Cosmos. What are you talking about? Don't play dumb. Not after swiping the Ark of the Cosmos right out of our hands. Hey, hold up a minute. Girls hate guys who rush them, Jet. Rush? Ha! I'm the fastest thing in the universe, and today, I'm gonna prove it! Ha! Sonic, we can't stay here! Looks like we'll have to do the reunion later. See ya, Jet! Hey, wait! Oops, can't let you pass until you hand over that stone, little lady. Wait, buddy! I'll lose sight of Sonic! Wait! Ja,
Stell dich nicht zwischen Amy und Sonic, sonst kriegst du ihren Hammer zu spüren. Aber jetzt, ja, jetzt bestreiten wir, jetzt schlüpfen wir nicht in die Rolle von irgendeinen der Babylon Rus. Nein, Überraschung, Überraschung, wir machen bei Mediatek Sparkworks mit Amy weiter. Aber wie ich schon erwähnt habe, ausgerechnet in ihren typischen Outfit und nicht mit ihren coolen Sonic Riders Outfit. Weil die Outfits von den ganzen Charakteren wurde ja auch generell komplett umgekrempelt. Das passt irgendwie gar nicht dazu. Ja, ich meine, klar. Nostalgiefaktor FTW vielleicht, aber trotzdem hier. Oh, da bin ich falsch. Das ist nur was für den Fly-Typen. Und wir sind ja gerade mit dem Speed-Typen unterwegs. So, da wir gerade vom Speed-Typen reden, jetzt wird es Zeit, dass wir wieder die Fähigkeit Speed-Typen nutzen. Und das ist ein netter grafischer Effekt, diese elektrischen Entladungen. So, hoch da. Yes. So, aber jetzt einen richtigen Moment springen. Jawohl. Haha. Yeah, baby. Ja, jetzt kann auch mal Amy zeigen, dass sie alles andere ist als bloß, als bloß ein Fangirl für Sonic oder ein, Klotz am Bein. Weil manchmal wird der Amy immer als typisches Klotz am Bein betrachtet und jetzt... Und sie hat natürlich des Öfteren auch beweisen können, dass sie alles andere als das ist, aber... Ja, ich muss ja sagen... ich bin schon ein Son-Amy-Fan, aber... Ich merke es auch selber, dass Amy es manchmal übertreibt mit ihren Liebesgetue. Da hat man sie, ihre Persönlichkeit, meines Erachtens in Sonic Boom wirklich, wirklich sympathischer gemacht, also besser, muss ich sagen, irgendwie cooler. Ich meine, hier ist sie natürlich, kommt sie mir natürlich sympathisch, schon sympathischer vor, weil es einfach humorvoller ist. Aber in Sonic Boom, da ist sie dann schon eher cooler drauf. Ich meine, klar, ihre typische Persönlichkeit, dass sie in Sonic verknallt ist, hat man ja noch nicht geändert. Das ist offiziell und das kann man nicht einfach so ändern. Wow. Das war jetzt aber ein ziemlich bitterer Fail. Darauf habe ich es echt nicht angelegt, Leute. Ich hätte wahrscheinlich etwas früher vom Gas runtersteigen müssen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so beabsichtigt war von den Entwicklern, dass das passiert. Also, dass das passieren kann, wollte ich sagen. Ich glaube eher nicht. Da gibt es bestimmt irgendein Timing, das ich jetzt verpasst habe. Also, wie soll ich das ausdrücken? Da habe ich irgendwie das Timing dafür jetzt nicht hinbekommen. Naja, sei es drum. Ich wollte ja gerade noch etwas zu Amy sagen. Ach, das habe ich leider verpasst. Das weiß ich ja aktuell nicht mehr was. Ja. Also, ich muss sagen, Amy ist natürlich jetzt nicht mein Favorit. Mein Favorit an deinen Charakteren. Aber es ist eigentlich schon cool. Dieses Fangirl-Getue, also dieses Liebesgetue mit Sonic kann, ist zwar schon ein bisschen nervig, ich möchte aber schon ihnen den beiden eine Beziehung gönnen. Und es ist eigentlich auch nur Amys Markenzeichen. Sie kann teils Fans damit auf den Keks gehen, aber ja, mir teilweise auch ein bisschen, aber eigentlich bin ich sie sehr durchsympathisch und ich würde schon den Beziehung gönnen. Aber wie schon gesagt, ihre Persönlichkeit in Sonic Boom finde ich schon etwas besser. Aber dennoch, dafür finde ich sie hier einfach humorvoller. Auch wenn es auf Dauer nerven kann, ist es trotzdem... Ja. Macht das wirklich Amy für meine Begriffe eher sympathisch als nervig. Das sagt halt nicht nur bloß ein Son-Amy-Fan, sondern ein, Also es sagt nicht bloß ein Son-Amy-Fan, sondern auch...
generell ein Sonic-Fan, besser gesagt. Naja. Ich habe mich da jetzt wieder zu sehr versprochen, weil ich wollte wieder auf ein Thema zugreifen und da habe ich es natürlich wieder ein bisschen verkackt, weil ich mich wieder unverständlich ausdrücke. Das tut mir wirklich leid. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Nun. Aber jedenfalls, was ich eigentlich sagen möchte über sie, ist, dass sie alles andere als eher unnötig und ein Klotz am Bein ist. Ich meine, vielleicht war sie das früher zu Zeiten ihrer Classic-Version. Aber sie hat sich dann wirklich zu einer... Ach, Gott, nochmal, die Nachbarn regen mich langsam echt auf. Was ist die da wieder für einen Krach veranstalten? Und es ist eigentlich schon längst Nachtruhe. Meine Fresse. Nun. Ich hoffe, wahrscheinlich habt ihr es nicht gehört, aber... Die knallen wieder mit den Türen rum. Ich weiß nicht, warum sie es nicht ganz normal machen können. Vor allem zu Zeiten, wo man eigentlich nicht so laut sein darf. Ist egal. Jedenfalls, worauf ich jetzt noch schnell hinaus wollte, bevor wir auch diesen Part wieder beenden. Ist Amy zwar nicht mein Favorit, aber trotzdem alles andere als ein Klotz am Bein, weil sie weiß sich durchzusetzen. Und ja, kann auch beweisen, dass sie cool ist. Ich würde mir aber dennoch wünschen, dass Sega ja vielleicht auch demnächst eine bessere Persönlichkeit geben könnte. Weil unter den Fandom zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie das durchsetzen kann. Dass sie zum Beispiel auch eine richtige Heldenrolle hat, ein eigenes Spiel. So ähnlich wie Prinzessin Peach in Super Mario. Bin mir natürlich nicht sicher, ob Sega wirklich mal an sowas denken würde, aber... Naja, wer weiß das schon. Dass man ihr mal wirklich die Hauptrolle gibt. Weil generell fallen ja wirklich die anderen Sonic-Charaktere so ziemlich in den Schatten und... Es gab da nur wenig Spiele, wo auch die anderen wirklich eine große Rolle gespielt haben. Ich meine... natürlich gab es bei einem Spiel, wo ein Charakter eine Hauptrolle gespielt hat, nämlich Shadow. Bei Shadow the Hedgehog war natürlich jetzt... Das war natürlich eins der Spiele... Also, was ich jetzt sagen möchte, ist... Das ist ein Fail. Natürlich wurde das schon zu einem... Sorry. Ich muss halt kurz überlegen, wie ich das jetzt ausdrücke. Weil, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist... Dass Sega ja schon mal sowas versucht hat mit Shadow. Dass man ihm die Hauptrolle übergeben hat, aber wir haben ja gesehen, was daraus geworden ist. Ein Fail. Aber ernsthaft, weil das Spiel ist wirklich alles andere als gut, muss ich leider sagen. Vor nicht nur wegen der extremen Ladezeiten, auch das Spiel an sich, ich weiß es nicht. Ich mag es irgendwie nicht so wirklich. Da finde ich Sonic Heroes wirklich besser als sowas. Als das. Klar. Ich meine, dass man wirklich zwischen Gut und Böse wählen kann, finde ich schon als gute Idee, aber ich hätte mir wirklich auch ein besseres Gameplaying und so gewünscht. Und vor allem weniger Ladezeiten und so. Ich meine, es hängt ja auch wahrscheinlich auch von der Konsole ab, wie lange es lädt oder was auch immer. Ich weiß es nicht, wovon es eigentlich abhängt immer. Aber fest steht jedenfalls, wenn dann könnte Sega auch wirklich mal den Schritt wagen, Spiele herzustellen, wobei andere Charaktere eher die Hauptrolle spielen, aber dafür aber wirklich auf einem besseren Stand, nicht so wie in Shadow the Hedgehog. Das könnte auch eine mögliche Idee für einige neue gute Sonic-Titel sein. Weil man hat mir es ja auch schon angesprochen, solche wie zum Beispiel Blaze the Cat könnten auch ein eigenes Spiel bekommen. Ja, für Blaze the Cat. Auf jeden Fall. Ich würde es mir wirklich wünschen, wenn sie ein eigenes Spiel bekommt. Aber alles zu seiner Zeit. Wir müssen erstmal überlegen, ob Sega überhaupt noch um sowas denkt, weil aktuell sieht es ja mit den Sonic Games nicht sehr gut aus. Und wenn Sega so weitermacht, dann gehen sie mit der Zeit unter. Wir müssen jetzt ernsthaft wirklich mit den nächsten Sonic Games in diesem Jahr, beziehungsweise im Jahr 2015, also zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, eindeutig was Besseres kreieren als Sonic Boom.
wirklich. Weil bis zuletzt zu Sonic, also von Sonic Lost World bis hin zu Sonic Boom war das wirklich alles extreme Fails unter Sonic Games. Und ich hoffe wirklich, dass Sega jetzt endlich mal sich zusammenreißt und uns mal Spiele liefern, die was wirklich auf die Epicness von den Klassikern bis hin zu Generations hin. Die was wirklich die Epicness von den Klassikern und von Generations HD wieder mit sich bringen. Und auch von Sonic Adventure und so. Weil natürlich gab es immer ein Auf und Ab bei den Sonic Games, aber. Und ich meine, es gab immer ein Auf und Ab bei den Sonic Games und deswegen muss Sega endlich mal sich zwischen eine Richtung entscheiden. Und ich wünsche, sie entscheiden sich wieder Richtung auf. Also, dass es kein Auf und Ab mehr ist, sondern kein ständiges Auf und Ab mehr ist, sondern nur noch ein Auf. Aber wirklich, ein Aufwärts. Und das ist dass es bei dieser Richtung auch bleibt. Okay. Sorry, ich wollte das nochmal rauslassen. Tut mir leid, ich habe euch jetzt viel zu lange aufgehalten mit meinem Geschwafel, mit meinen unnützen und meist unverständlichen. Tut mir schrecklich leid. Naja, obwohl, ihr könnt eure Meinung dazu auch abbinden, Kommis, wie ihr das jetzt so seht. Und ja, weiter geht's an den nächsten Part. Daumen hoch, wie immer geht es wie immer zu verteilen, wenn es trotz dieses, ja, trotz dieser Ansprache, dieses elendigen, langen Gebrabbels am Ende und ja, bevor ich jetzt noch mehr elendiges Gebrabbel von gebe, sage ich, Daumen hoch und ja, seid gespannt, klickt wieder rein, euer Crush for the Figgity 9 Set auch wieder beim nächsten Part von Let's Play Sonic Riders Zero Gravity mit dabei. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!